Hallo ihr Lieben, vielleicht gehört ihr auch zu den Frauen, die nicht so gerne eine Foundation auftragen oder eine getönte Tagescreme. Ich habe etwas ganz Tolles entdeckt, etwas, was es eigentlich schon seit 40 Jahren auf dem Markt gibt und seit 5 Jahren speziell in Deutschland. Die Firma Bare Minerals kommt aus San Francisco und diese Firma arbeitet mit Mineralien, wie der Produktname schon aussagt. Also ich möchte euch ein schnelles Make-up vorstellen mit zwei Produkten von Bare Minerals, die ich gestern erstanden habe. Das heißt drei Produkte. Zu diesem, das ist also eine Puder-Foundation, also aus Mineralien. Dazu gehört also auch ein Pinsel. Das ist also alles noch ganz jungfräulich und neu. Das probiere ich heute aus. Gut. Aber ich werde es jetzt mal andersherum machen, weil das wie gesagt ein Puder ist. Ich werde als erstes, also mein Gesicht ist eingecremt mit einer leichten Feuchtigkeitscreme von Dr. Hauschka. Ich werde jetzt meine Augenbrauen etwas auffüllen. Glücklich die Frauen, die das nicht müssen. Aber diese helleren Typen haben nun mal keine kompakten, tollen, vollen, schönen Augenbrauen. So, das ist also ein 5 in 1. Das ist ein cremiger Lidschatten mit einem Applikator. Ich werde die Farbe näher unten. Das ist so für mich, das ist so ein Grau-Grün. Das nennt sie irgendwie was mit Moss. Ich kann es nicht lesen, ohne Brille. Der hat also einen hohen Lichtschutzfaktor. Angeblich hält er die Augenlider auf. Ist gleichzeitig ein Primer, deshalb 5 in 1. Ist feuchtigkeitsspendend, ja, also die Farbe und ist sehr matt, finde ich cool. Also ich trage den jetzt auf dem gesamten beweglichen Lid auf und werde einen Verblenderpinsel nehmen aus Synthetica, weil es ein cremiges Produkt ist, und werde wie gesagt, mit dem Abschluss kann man immer so eine kleine Tube nehmen. Ja. Also ich bin wirklich begeistert von dieser cremigen Konsistenz. Es soll ja jetzt kein aufwendiges Make-up sein, sondern einfach das Gefühl, ihr habt ein bisschen was im Gesicht, ein bisschen Farbe, ihr betont eure Augen. Und ehrlich gesagt, ohne Lidschatten, egal ob das jetzt ein pudriger Lidschatten ist oder ein cremiger Lidschatten, ein farbiger oder ein hautfarbener, also Augen sehen immer schöner aus, wenn ein bisschen eine Grundierung wenigstens, und wenn es nur ein Bronzepuder ist, auf den Lidern aufgetragen wird. So, da ich jetzt nicht so die geschwungenen Wimpern habe, benutze ich immer vorher eine Wimpernzange und biege die ein bisschen nach oben, dann hat die Mascara nicht mehr so viel zu tun. Ja. Ich bin wirklich nachher mal gespannt, wenn ich diesen Puder auftrage. Das soll ja nur ein, also ich möchte, das verspricht eine hohe Deckkraft. Man kann das also intensivieren, wie man möchte, entweder sehr natürlich oder mit einer hohen Deckkraft, schreiben Sie. Und man hat absolut das Gefühl, dieses No-Make-up-Gefühl. Dieses Produkt soll auf der Haut verschmelzen, also soll sich anfühlen wie eine Creme und auftragen, also wie Seide. Da bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja schon Frauen, die dieses Produkt verwenden. Würde ich mich freuen, was Sie für Erfahrungen, wenn ihr mir mitteilt, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt.
So, jetzt habe ich blöderweise, obwohl ich schon eine dünne Spirale hier habe, meine, das passiert, mein Oberlid mit angemalt. Da gibt es einen Trick. Ihr könnt jetzt, ihr solltet warten, bis das trocken ist und verschmiert ihr die ganze Geschichte. Ihr nehmt am besten einen Q-Tip. Wartet auf jeden Fall, bis es eingetrocknet ist. Nehmt einen Q-Tip und den feuchtet ihr ein bisschen an. Entweder mit Rosenwasser, mit Traubenwasser, mit Leitungswasser, mit was auch immer. Und dann geht ihr ganz vorsichtig von oben. Da haben wir es. Und dann könnt ihr nochmal, das passiert immer. Also nicht immer, aber es passiert eben. So. Gut. Ich finde, das ist eine, das mattiert wirklich. Ich bin mal gespannt, ob das, wenn man das länger benutzt, diesen tollen Eyeshadow, Creme Eyeshadow, ob das wirklich die Augenlider ein bisschen auffällt. So, nun kommt die große Überraschung. Also, das Produkt ist noch ganz neu. Ich öffne das jetzt. Und also was ich ganz toll finde, ich halte das mal in die Kamera, dass sie hier so einen Verschluss haben. Der ist also wieder verschließbar. Das heißt, man soll von diesem Puder, von dieser Puder Foundation, ist eine Puder Foundation, ja, ich dachte immer, es gibt nur Puder, aber es ist ein bisschen in den Deckel klopfen. Dann nimmt man diesen speziellen Pinsel von Bare Minerals. Das ist ein ziemlich fester, kompakter, kleiner Pinsel. Hier ist in der Mitte, also ist auch ein Synthetika-Pinsel. Also man drückt praktisch den Pinsel jetzt in diese Farbpigmente hinein, klopft es etwas ab und geht nun in kreisenden Bewegungen über die Haut. Wow, das ist wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es gibt da 20 verschiedene Farbtöne. Ihr solltet euch, ich hatte wirklich Glück gestern beim Douglas. Ich hatte eine ganz, ganz süße, entzückende Beraterin von Bare Minerals und die hat mich ganz toll beraten. Wir haben also alle möglichen Farben auf meine Haut ausprobiert. Die ist mit mir nach draußen gegangen, weil das ist ja merkwürdiges Licht bei Douglas. Das wisst ihr ja, man sieht ja irgendwie sehr, sehr merkwürdig aus in diesen, das ist also noch schlimmer als in einer hell ausgeleuchteten Umkleidekabine. Also immer mit diesen Produkten, wenn ihr da was kauft, gerade in Make-up und Foundation ans Tageslicht gehen. Und das machen die Mädels, kommen mit euch raus und machen das. Die sind ja alle ganz zauberhaft. So, also ich bin, wow, das ist der Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Also je nach Intensität kann man das auftragen. Und es ist wirklich, es hat überhaupt nicht dieses, man hat nicht dieses Trockenheitsgefühl, was man sonst bei Puder hat. Es ist wie gesagt eine Foundation aus Mineralien. Das verspricht übrigens auch, je länger man diese Produkte von Bare Minerals, es gibt ja unglaublich viele Produkte von denen benutzt, also auch das Hautbild würde sich verbessern. Ja, Rötungen werden abgedeckt, es ist ganz klasse. Ich werde jetzt trotzdem, ich bin jetzt, man kann jetzt ein Bronzepuder auftragen, ich möchte trotzdem ein bisschen etwas Wangenrouge, damit man nicht so blass aussieht. Man kann jetzt also ein pudriges Wangenrouge, und ich habe gestern extra gefragt, ob ich darauf auch ein cremiges Wangenrouge geben kann, und da hat sie gesagt, das kann man gerne tun. Man sollte das leicht aufklopfen oder speziell mit einem cremigen Augenfoundation, Quatsch, auch einem Blushpinsel so einklopfen und dann nochmal mit dieser Puderfoundation drüber gehen. Ich probiere das jetzt, wie gesagt, alles aus, ist alles Premiere. Gut. Ja. Ohne dass da irgendwie das verrutscht. Diese Foundation, diese Puderfoundation, soll ja auch mit der Haut verschmelzen. Wie gesagt, das ist alles jetzt ein Test.
wer trotzdem noch jetzt irgendwie so ein Trockenheitsgefühl hat. Also ich muss ehrlich sagen, mit dieser mit cremigen Foundation, das gefällt mir nicht. Das ist auch alles hier an diesem Stick dran, obwohl es eigentlich ein schöner Blush ist. Ich werde jetzt ein anderes Rouge auftragen. Das gefällt mir so nicht, ganz ehrlich. Ich werde jetzt ein ganz normales Rouge auftragen. Ein pudriges Rouge. Das geht besser. Also ein cremiges Produkt. Wie gesagt, alles ein Test heute. Würde ich nicht empfehlen. Jetzt vielleicht nochmal, um die ganze Geschichte zu verblenden, nochmal mit dem tollen Original Foundation Pinsel drüber gehen. Zur Reinigung hat sie mir Folgendes gesagt, also einmal die Woche unter fließend warmem Wasser mit Babyshampoo, ansonsten, wenn ihr ihn benutzt habt, mit einem ganz normalen zum Aufsprühen diesen Pinselreiniger. Ihr sprüht also den Pinselreiniger hier auf und dann gebt ihr das also in so einen Kleenex und dann wischt ihr die ganze Farbe heraus. Weil wenn ihr das nicht macht, ist da zu viel, sind da wirklich zu viel Farbpigmente drin und dann habt ihr so eine fleckige Haut, bekommt ihr dann. Ja, was ich jetzt noch nicht habe, ist so ein bisschen, es soll ja so ein, also ich habe wirklich nicht das Gefühl, als hätte ich eine Foundation drauf. Es ist ganz, ganz zauberhaft. Also es ist, es fühlt sich wirklich gut an. Ich nehme jetzt einfach einen, der ist auch neu, von Baby, also Baby Lips, so ein Gloss in Taupe. Also es schmecken ja nicht alle Lipglosse toll, aber die von, also Maybelline, die schmecken wirklich ganz klasse, ganz fruchtig. Also ich hatte ja mal ein Video über diesen Juicy Shaker gemacht und ehrlich gesagt hat mir der Geschmack überhaupt nicht zugesagt. Aber wie gesagt, das ist alles eine Geschmackssache, wie alles im Leben. Ob jetzt beim Essen, beim Einrichten, beim Kleiden, beim Make-up. Ja, fertig ist der No-Make-up-Look. Ich finde es gar nicht, also ich finde es gut, ich fühle mich toll. Ich bin etwas geschminkt, obwohl ich nicht geschminkt aussehe und fühle mich wunderbar. Und ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und danke fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und bis bald, ich schreibe die Produkte in die Infobox und bis bald. Ciao.